Compliance ist ein großes Thema für Unternehmen geworden. Richtig und wichtig, aber irgendwo auch ein bisschen lästig. Und wenn man dann noch Governance und Risk hinzunimmt, steigert das die Begeisterung auch nicht gerade. Ein Fehler, sagt Avedos. Nach deren Überzeugung gehören diese drei Aspekte zusammen. Ein Dreiklang, der, wenn man richtig hinhört, das Potenzial hat, Unternehmensziele besser zu erreichen. Wie und warum? Darüber wollen wir reden mit dem CEO. Mein Name ist Ralf Schepanski, willkommen bei The Business Debate. Samuel Brandstätter, Governance, Risk und Compliance, kurz GRC. Welchen Wert hat es, das in eine Hand zu nehmen? Es gibt eine sehr schöne Definition für Governance, Risk und Compliance Management von der OCEG, der Open Compliance and Ethics Group. Das ist ein Think Tank in den USA für die Entwicklung von GRC. Und die sagen, dass GRC eine integrierte Sammlung von Fähigkeiten einer Organisation ist, erstens Ziele verlässlich zu erreichen, zweitens mit Unsicherheit umzugehen und drittens integer zu handeln. Und gerade der erste Punkt zeigt schon sehr klar, was der Mehrwert dahinter ist. Nämlich, wenn ich GRC-Prozesse integrativ und vernetzt aufsetze, habe ich den Vorteil, dass es mich dabei unterstützt, Ziele der Organisation verlässlich zu erreichen, damit nicht eine defensive Sicht einzunehmen, sondern das Ganze nach vorne gerichtet, um die Organisation weiterzuentwickeln, zu nutzen. Und auf wie viel Gegenliebe stößt das so in Ihrem Berufsalltag? Hängt sehr davon ab. Wir haben mit vielen Vorständen zu tun und wir sehen hier ein divergentes Bild. Auf der einen Seite Vorstände, die noch geprägt sind von dieser Sichtweise, dass GRC dazu dient, sie zu enthaften. Und damit ist es das. Und dann wird es auch dementsprechend in der Organisation angesteuert. Auf der anderen Seite sehen wir eine wachsende Community an Vorständen, die den Mehrwert darin erkennen für sich und darin sehen, eine Möglichkeit, Organisationen strategisch zu entwickeln und quasi den Wegrand an diesem Weg abzusichern auf gute und fundierte Art und Weise. Gehen wir es mal durch. G wie Governance ist ganz oben angesiedelt in der Unternehmensführung. Aber sind denn auch Risk und Compliance ebenfalls Chefsache? Ich beantworte es mal mit einer Gegenfrage. Wenn ich ein Unternehmen versuche zu entwickeln, habe ich Risiken am Wegesrand. Und muss ich über diese Risiken als Unternehmenslenker Bescheid wissen? Meines Erachtens absolut ja. Es ist meine Verantwortung, das in der Organisation richtig zu verankern, um dann auch die Informationen zu haben, die ich brauche, um Entscheidungen richtig fällen zu können. Und dementsprechend glaube ich absolut, dass diese Themenfelder beim Top-Management angesiedelt sein müssen und ich ja diese Informationen auch nutzen möchte. Jetzt könnte man aber auch sagen, was soll die Chefetage noch alles machen? Ja, absolut. Der Aufwand sinkt dadurch nicht augenscheinlich. Aber wenn man jetzt hergeht und sieht, dass ich muss diese Dinge tun auf der einen Seite, das heißt, ich entkomme dem nicht, denn es ist eine Pflicht, Risikomanagement zu betreiben, ein internes Kontrollsystem aufzubauen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie tue ich es denn? Und durch die Integration dieser verschiedenen GRC-Domänen, das heißt, wenn ich die Organisation auch so ansteuere, dass ich nicht aus den unterschiedlichen Silos wie einem Compliance-Management, einem internen Kontrollsystem, einem Datenschutzmanagement Silo-Informationen retour bekomme und dadurch in der Pflicht bin als Vorstand, mir aus nicht zusammenpassenden Puzzlesteinen ein einheitliches Bild zu generieren, sondern eben die Organisation so ansteuert, dass ich ein einheitliches Bild retour bekomme, dann entlastet mich das als Vorstand auch ganz massiv und gibt mir mehr Möglichkeiten, einen Blick nach vorne zu richten. Und was ändert sich mit so einer GRC-Strategie im Alltag eines Unternehmens? Was wir sehen ist, wenn ich die Organisation so ansteuere, dass ich ein einheitliches, integriertes, vernetztes GRC-Bild bekommen möchte, dann hat es zwei Effekte. Einerseits, ich als Vorstand bekomme eben ein einheitliches Bild, auf Basis dessen ich entscheiden kann. Andererseits habe ich in der Organisation die Vermeidung von Doppelungen von Aufgaben. Es ist heute so, dass viele First-Line-Manager, die tagtäglich Entscheidungen fällen, informationspflichtig sind, diesen unterschiedlichsten Management-Systemen und redundante Informationen abgeben müssen. Und diese Redundanz führt zu Ineffizienz. Das heißt, durch eine integrierte GRC-Strategie hebe ich enormes Effizienzpotenzial, um zum Beispiel Cost of Compliance ganz stark zu reduzieren, die ja im Moment durch immer weitere Regulations höher wird. Und diese Erhöhung in den Griff zu bekommen, kann ich durch diese Effizienzpotenziale generieren. Aber haftet all dem nicht doch irgendwo auch etwas Zwanghaftes an?
Das ist meines Erachtens stark abhängig davon, was meine persönliche Sichtweise auf diese Themenfelder ist. Solange ich dieser Sichtweise folge, dass diese Aufgaben nur dazu da sind, mich zu enthaften als Vorstand, bin ich bei Ihnen. Dann ist es etwas, was rein zwanghaft ist. Auf der anderen Seite, wenn ich den Mehrwert erkenne, dass es mir ermöglicht, nach vorne gerichtet das Unternehmen strategisch zu entwickeln und mir Kapazitäten gibt, auch strategische Maßnahmen und bewusste strategische Risiken einzugehen, weil ich das Umfeld kenne, dann hat es gar nichts Zwanghaftes, sondern dann ist es eher etwas, was mich unterstützt in meiner Aufgabe. Samuel Brandstätter, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business. Besten Dank. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.